Hallo Freunde, ich grüße euch ganz herzlich. Wie geht es euch? Ich hoffe, der Ramadan geht gut voran und ihr habt an eurer Spiritualität und eurer Frömmigkeit gut gearbeitet. Schreibt doch einfach in die Kommentare rein. Wie empfindet ihr heute den Ramadan? Gab es gestern Schwierigkeiten? Gab es heute Schwierigkeiten? Gab es irgendwelche Vorfälle auf der Arbeit? Gab es irgendwelche Vorfälle in der Schule? Haben wir überhaupt Schule? Weiß ich gar nicht. Haben wir. Haben wir. Ah, danke. Mann, ich bin schon lange aus der Schule raus. Ja, wunderbar. Oder zu Hause. Gab es ein schönes Erlebnis, was ihr gerne teilen würdet mit Ramadan? Schreibt es einfach in die Kommentarleiste rein. Das ist bestimmt super spannend für mich und für andere, die das mitlesen. Ja, heute geht es weiter mit einer spannenden weiteren Frage von Misbah. Mhm. Wie bringst du Ramadan und Beruf unter einem Hut? Also, wie bringe ich Ramadan und Beruf unter einem Hut? Ich habe gar keinen Hut. Okay, Mütze. Die du gerade nicht trägst. Ja. Also, Beruf und Ramadan ist für manche Berufe nicht so einfach zu handeln. Das weiß ich. Leistungssportler zum Beispiel sind eine Gruppe davon. Oder Bergarbeiter oder Schwerarbeiter, die in metallverarbeitende Industrie etc. etc., wo sehr heiß, sehr hart, mit sehr viel Körpereinsatz gearbeitet wird, für die ist es enorm anstrengend. Für die anderen kann es psychisch sehr anstrengend sein, dass sie Kopfschmerzen bekommen, es nicht ertragen, gereizt sind, wenn sie eine psychisch stressige Arbeit haben, dass sie eben diese Gereiztheit nicht richtig kontrollieren können und schnell Ausfälle haben. Für die kann ich nur empfehlen, prüft und schaut, bis wohin ihr gehen könnt. Und optimiert eure Haltung und schaut, dass ihr ausreichend nachts trinkt, ausgewogen euch ernährt, ausreichend erholt seid. Ne, ausreichender Schlaf. Wir haben ja schon mal gesagt, dass der Ramadan natürlich auch den Schlaf raubt. Unter anderem, man unterbricht, trainiert. Aber für diejenigen, die das dringend brauchen, die müssen natürlich aufpassen, dass sie so gut wie möglich wenig Unterbrechung haben, das heißt dann tatsächlich nach dem Nachtgebet direkt schlafen, zum Frühstück kurz aufstehen, frühstücken und dann wieder weiter erholen. Also die Erholung ist sehr wichtig in diesem Bereich. Also du sprichst von einer Optimierung der Haltung, kann man auch die Abläufe optimieren? Man kann die Abläufe optimieren und die Haltung optimieren, das ist richtig. Vielen Dank für das Nachhaken. Der Ablauf, oft ist es so, dass Menschen eben abends, wenn es Abend ist, so viel essen, weil sie so Hunger verspüren, dass das Essen schwer im Magen liegt. Sie können sich dann weder richtig erholen, noch können sie sich dann, gesund ihren Abend gestalten. Das ist dann etwas, wo sie dann mehrfach belastet sind. Sie haben dann eine körperliche Arbeit hinter sich, einen schweren Tag. Dann essen sie nicht ausgewogen, zu fettig, zu salzig, zu würzig oder zu einseitig vielleicht. Zu einseitig, danke, zu einseitig, sodass es eine andere Art von Belastung nochmal auf ihre körperliche Belastung draufkommt. Und dann geraten sie in so eine Schieflage von Tag zu Tag. Ne? Jeder Ramadan-Tag vermehrt sich diese Schieflage und die können sich nicht gut erholen. Und die merken dann irgendwann, sie kommen in so ein Ungleichgewicht. Und das kann man vermeiden, indem man eben sich selber beherrscht, kontrolliert und nur so viel isst und ausgewogen ist, auch viel Gemüse, also Fleisch nehmen ja,
Gemüse auch, ja, auch Joghurt und so, solche Gerichte, so ausgewogene Sachen, auch viele Salate. Also was leicht im dem Magen tut. Ne? Genau, was leicht ist, was wohl tut. Und natürlich ausreichend, viele vernachlässigen das ausreichende Trinken und merken den ganzen Tag, wie sie das Wasser brauchen. Und gerade die müssen ausreichend den Wasserhaushalt sichern. Was ist aber mit so, was ich meinte, mit Abläufe optimieren im Sinne von, man kann ja auch mal gucken, dass man vielleicht sich Urlaub nehmen kann in dieser Zeit. Kann man ja planen. Man weiß ja, wann Ramadan ist und beziehungsweise mit dem Arbeitgeber abstimmen, ob man andere Arbeitszeiten bekommt, kürzere. Also klar, definitiv. Also man kann tatsächlich, man sollte, und für die kann man auch empfehlen, vielleicht einen Teil des Ramadan, wenn sie nicht ganz Ramadan, wenn sie nicht 4 Wochen Urlaub kriegen, vielleicht hilft denen ja, vielleicht die erste Woche Urlaub zu nehmen, und die letzte Woche zu nehmen oder die ersten 2 Wochen zu nehmen. Also je nachdem, wo sie denken, das hilft ihnen, das besser zu machen und da besser reinzukommen in den Ramadan. Ne? Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die erste Woche vielleicht die schwerste Woche ist, dass man da sich einen Urlaub nimmt und plant und sagt, ich mache die erste Woche mal frei, damit ich gut reinkomme. Und wenn ich dann gut, wenn mein Körper sich angepasst hat, trainiert ist, dann kann ich auch in Ruhe meine Arbeit fortführen. Mhm. Und für alle anderen, die mit einer Leichtigkeit den Ramadan, denen empfehle ich eben, die anderen zu unterstützen. Ja, hast du noch eine Frage, oder? Was mir noch so einfällt, ist, es gibt ja Menschen, die Schicht arbeiten und dann halt auch mal nachts arbeiten. Und ich kenne Fälle, wo also Muslime auch sich untereinander zum Teil aufregen, weil der eine dann nur die Nachtschicht übernehmen möchte. Mhm. Und weil er es halt dann nachts dann halt wach bleiben kann und praktisch die Zeit, wo er fastet oder sie fastet, dann halt durchschläft. Wie siehst du das als Imam? Man kann natürlich versuchen, dass man seine Ramadan-Zeit, wie du vorhin schon schön gefragt hast, welchen Begriff hast du vorhin verwendet? Optimieren, hast du eingebracht. Ja. Genau, optimiert. Ablauf optimieren. Ja, man kann ja den Ablauf optimieren und auch im Betrieb nachfragen, wie das geht. Aber wenn Interessenkonflikt, also wenn andere auch noch davon profitieren können, dann muss man, wenn man fastet, ein fastender Muslim ist, sollte man daran denken, dass Egoismus etwas ist, was Allah verabscheut. Gott mag das nicht. Egoismus ist das Übelste und das Schlimmste, was man machen kann. Also nicht nur an sich denken, auch an andere, an Kollegen denken, an Kolleginnen denken. Also aufpassen, dass man hier nicht sich die ganzen Vorteile holt, auch im Betrieb, und die anderen im Trockenen sitzen lässt, sondern guckt Ausgleich. Einmal du, einmal ich, wenn es 3 sind, dann jeweils eine. Also prinzipiell würde da nichts dagegen sprechen? Prinzipiell nicht, aber Fairness ist geboten, wie überall. Also Fairness soll ja nicht nur im Sport, sondern auch im Betrieb. Überall sollte Fairness, also man soll fair zu sich und zu anderen sein. Mhm. Also nicht sich selber benachteiligen, aber auch nicht andere benachteiligen, sondern schauen, dass man ausgewogen. Also das kann ich nur in diesem Kontext empfehlen. Ja, ich glaube, das reicht für heute. Dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Schaltet wieder ein. 14 Uhr, morgen geht's weiter. Oder auch später, wenn ihr dazu kommt, könnt ihr das Video angucken. Bleibt stabil, ihr Lieben. Und achtet auf euch, auf andere. Bis morgen. Allah, tschüss.